Hallo, hier ist Christoph von TapTech.de, nochmals mit dem Toshiba AT200. Das ist noch nicht der vollständige Testbericht. Ich habe das jetzt mal kurz ein paar Stunden getestet. Ich war ja anfangs sehr überzeugt eigentlich von dem Gerät, hat mal einen guten Eindruck gemacht. Das Ganze hat sich aber inzwischen schon ein bisschen gewendet. Mit 7,7 mm, ja, auf der Verpackung stand 7,7 cm, aber es sind zum Glück nur 7,7 mm, ist es das dünnste Tablet der Welt, momentan mal. Aber das Problem ist das, dass es jetzt nicht 100% gut umgesetzt wurde, denn man kann beim Display erkennen, dass wenn man an die diversen Stellen drückt, dass es hier einfach so Wellen schlägt. Und das kommt einfach durch die dünne Bauweise. Also hier leider ein Nachteil. Genauso auf der Seite. Und auch wenn man das am Rahmen hält, schlägt das hier teilweise so leichte Wellen. Gut erkennbar ist das, wenn man auf die Einstellungen geht. Ihr seht hier, zudem, dass man das nicht immer erkennt, es schlägt hier diese Wellen. Und hier auch nicht das ganz optimale Display, es flimmert hin und wieder. Ja, das war jetzt nur mal ein Video kurz zu dem Problem, zu dem Display-Problem beim Toshiba AT200. Den vollständigen Testbericht findet ihr dann in einigen Tagen auf taptech.de bzw. in meinem YouTube-Kanal das passende Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.